Ich bin ja richtig gespannt darauf, was uns dieses Wochenende erwartet. Ich auch. Ich war schon viel zu lange nicht mehr wandern. Ich war vor 2 Wochen mit Lisa am See. Das war auch schön. Wirklich? Seid ihr auch schwimmen gegangen? Nein, dafür war es zu kalt. Aber wir haben Enten gesehen und gefüttert. Das sind süße Tiere. Nächster Halt, Chur. Der Zug endet hier. Das Zugteam bittet alle Fahrgäste auszusteigen und verabschiedet sich von ihnen. Tina und Daniel in der Ferienregion Lenzerheide. Komm schon! Unser Postbus fährt bald ab. 9.11 Uhr, Bahnsteig. So, jetzt geht es wirklich nach oben. Stimmt, ich freue mich schon auf die gute Bergluft. Vielleicht ist es auch genug warm, um im See zu schwimmen. Oh, hat es dort einen See? Ich habe meinen Badeanzug gar nicht eingepackt. Keine Angst, daran habe ich gedacht und ihn für dich mitgenommen. Gehen wir erstmal noch Proviant einkaufen? Gute Idee. Oh, schau! Hier gibt es Produkte aus der Region. Schau, Tina, hier sind wirklich regionale Produkte. Das sieht alles so lecker aus. Da kriege ich gleich Kohldampf. Das stimmt. Was wollen wir kaufen? Dieser Bergkäse sieht super aus. Und diese Wurst. Salsitz. Dieses Bauernbrot passt sicher gut dazu. Und hier ist eine Nachspeise. Bündner Nusstorte. Super! Wasser finden wir sicher in einem Bergbach. Genau, auf geht's! Wow, die Landschaft ist hier ja wirklich unglaublich schön. Ja, es ist ein Paradies. Schau, da unten steht ein Reh.
sieh mal, auf dem See kann man auch Wakeboard fahren. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Mach du das. Jetzt wandern wir aber zuerst. Klar, ich denke dabei auch an morgen. »2,5 Stunden dauert die Wanderung nach unten. Das steht jedenfalls auf dem Wegweiser. Unterwegs können wir ja ein Picknick einlegen. Das Wandern ist des Müllers Lust.« Es tut so gut, hier zu sein. Ja, und dieses Panorama ist überwältigend. Diese Nusstorte hat wirklich ausgezeichnet geschmeckt. Du hast ja auch fast die ganze Torte alleine gegessen. Ich habe nicht die ganze Torte gegessen. Es hat noch ein gutes Stück. Du kannst es gerne essen. Also, gehen wir noch ein Stückchen. Vorsicht, Tina! Hier kreuzen sich Radweg und Wanderweg. Die Ferienregion Lenzerheide ist bekannt für ihre Bike Trails. Da läuft im Sommer fast gleich viel wie im Winter. Da kommt noch ein Biker. Hallo! Hallo! Jetzt ist der Weg frei. Hier hat es sogar noch ein bisschen Schnee. Das stimmt. Es ist aber gar nicht kalt. Nein? Siehst du aber, wie die Schatten länger werden? Ja, es wird wohl Zeit, ins Hotel zu gehen. Jupp, lass uns einchecken gehen. Hallo, ich habe ein Doppelzimmer für eine Nacht gebucht. Willkommen. Wie ist denn Ihr Name? Ich heiße Tina Novak und mein Freund heißt Daniel Smith. Einen kleinen Moment bitte. Ich schaue nach. Alles klar. Ihr Zimmer hat die Nummer 406. Bitte nehmen Sie den Aufzug. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Das Zimmer ist gemütlich. Komm, wir duschen uns kurz. Oh ja, ich will auch frische Kleider anziehen. Und danach gehen wir etwas essen.
Was darf ich Ihnen bringen? Haben Sie eine regionale Spezialität? Ich kann Ihnen Kapunz empfehlen. Das kenne ich nicht. Was ist das? Das ist ein Spätzli-Teig mit Salsitz in einem Mangoldblatt. Das Ganze in Milchbouillon gekocht und mit Bergkäse überbacken. Das versuchen wir gerne. Nicht wahr, Daniel? Absolut, das lassen wir uns nicht entgehen. Kapunz für zwei Personen. Sehr gerne, das dauert einige Minuten. Ich gehe noch kurz meine Zähne putzen. Nach diesem tollen Tag schlafe ich sicher gut. Na, gefalle ich dir, Daniel? Ich habe mich extra hübsch gemacht. Ach. Dieser Morgenspaziergang am Heidsee ist super. Du bist gestern wirklich schnell eingeschlafen. Ja, ich war hundemüde. Nun möchte ich das Wakeboarden einmal ausprobieren. Ich habe gestern nämlich online einen Termin gebucht. Ich mache ein paar Fotos von dir. Ich ziehe mich nur kurz um. Du siehst in diesem Neoprenanzug lustig aus. Das glaube ich. Hui! Das hat Spaß gemacht. Das sieht man auch auf den Fotos. Die sind gut geworden. Er hat es ja auch Enten. Ich möchte jetzt wissen, ob das Wasser warm ist. Brrr, ist mir zu kalt. Komm, wir gehen lieber ins Hallenbad. Hier ist das Wasser schön warm.
Das regeneriert den ganzen Körper. Ja, das lässt mich den ganzen Stress der Stadt vergessen. Kein Büro, kein Chef, keine Sorgen. Und keine Hausaufgaben. Oh ja. Einfach nur entspannen. Gehen wir zum Abschluss des Tages noch einmal auf einen Berg? Ja, wir können den Sessellift nehmen. Am liebsten würde ich noch länger hier bleiben. Musst du morgen wirklich arbeiten? Ich habe eigentlich die letzten Wochen viel gearbeitet. Ich frage gleich Ferhan, ob er meine Schicht übernehmen kann. Hallihallo, Tina. Hallo, Ferhan. Sag mal, arbeitest du nächste Woche viel? Nein, ich habe Hans vergessen zu sagen, dass ich nun doch keinen Urlaub brauche. Das trifft sich gut. Ich würde gerne spontan eine Woche Urlaub machen. Kannst du meine Schicht übernehmen? Das ist doch super. Das ist nett von dir. Ich wünsche dir eine gute Woche. Das wünsche ich dir auch. Ich kann auch länger bleiben. Das freut mich. Yay! Yeah!